Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um das Thema Höllenflut. Höllenflut ist ja eins der Endgame-Content-Dinger in Diablo 4. Und ich bin der Meinung, und ich denke, da bin ich nicht alleine mit, dass Höllenflut komplett overrated ist. Jeder aufhören sollte, Höllenflut zu spielen. Und dass es sehr viele andere Dinge gibt. Na, nicht sehr viele andere Dinge, aber dass es andere Dinge gibt, die sehr viel mehr Loot und Erfahrung bringen, vor allen Dingen das Ganze in kürzerer Zeit. Ausklammern möchte ich da natürlich, falls ihr Spaß an der Höllenflut habt, an dem ganzen System der Höllenflut, dann spielt es natürlich weiter. Hat auch den einen oder anderen Vorteil, wo ich auch noch drauf eingehen werde. Aber alles in allem würde ich sagen, Höllenflut, kein gutes Ding. Ich würde am liebsten mit den positiven Dingen anfangen, wie in einer richtig schönen Präsentation, natürlich erst die positiven Dinge. Diese Aufgaben, die ich hier auch gerade mache, rollen oder resetten schneller, weil natürlich mehr Spieler in der Höllenflut sind als im normalen Spiel. Wer es nicht weiß, diese Aufgaben resetten sich immer, wenn ein anderer Spieler diesen Bereich hier betritt, der diese Aufgabe noch nicht gemacht hat. Also ich habe diese Aufgabe jetzt beendet. Wenn jetzt ein anderer Spieler kommt, dann wird diese Aufgabe geresettet und wir können die Aufgabe nochmal machen. Das in der Höllenflut natürlich ein positiver Aspekt, weil tendenziell in der Höllenflut mehr Leute unterwegs sind. Also ein positiver Aspekt. Ein anderer positiver Aspekt, wenn ihr online Koop spielen wollt und keine Kollegen habt, hier werdet ihr oft Leute finden, die mit euch Koop machen wollen. Weil man mehr Erfahrung bekommt, es Koop natürlich schneller geht und es mehr Spaß macht, zusammen zu farmen. Also wenn ihr Koop spielen wollt, in der Höllenflut findet ihr tendenziell immer die meisten Leute und könnt Koop Multiplayer spielen. Da hört es aber für mich schon mit den positiven Dingen aus. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Teufelsrosen gibt es nur in der Höllenflut. Also solltet ihr rollen wollen, dann müsst ihr auf jeden Fall hier reingehen. Obwohl, war Teufelsrosen fürs Rollen? Ich glaube schon, ich weiß das schon gar nicht mehr. Teufelsrosen gibt es nur in der Höllenflut. Also einmal die Höllenflut, ein paar Teufelsrosen holen und dann meiner Meinung nach nie wieder Höllenflut machen. Und jetzt kommen wir schon zu den negativen Dingen. Auch wenn Blizzard die Monster Density erhöht hat, es macht rein erfahrungsmäßig immer noch keinen Sinn, Höllenflut zu machen. Gerade mit den Änderungen aus den letzten Patches, ihr bekommt 4,5% mehr Erfahrung pro Gegner, weil die Gegner 3 Level über euch sind. Das war früher 15%. Vor dem Patch hätte ich gesagt, Höllenflut, okay, immer noch top, um zu leveln, mittlerweile leider nicht mehr. Gibt nur 4,5%, haut euch ein Elixier rein, das gibt euch 5%, gibt euch jeden Fall mehr als hier diese Höllenflut. Ich will ein bisschen ausklammern, wenn ihr jetzt Koop spielen würdet, würde das natürlich nochmal 10% geben. Aber Koop könnt ihr auch überall woanders spielen. Dann die Kisten, die ihr mit anomaler Glut öffnen könnt. Von den normalen Kisten will ich mal absehen. Diese sind sowieso total schlecht, geben kaum vergessene Seelen. Und maximal, wenn ihr Glück habt, ein legendäres Item. Manchmal aber auch nur ein heiliges oder ein seltenes Item. Also es ist nicht mal zu 100% gesagt, dass man ein legendäres Item bekommt. Wie zum Beispiel beim Schatzgoblin, da ist es neuerdings so, der lässt immer ein legendäres Item fallen. Das wurde ja im letzten Patch geändert. Schatzgoblins über Level 15 lassen zu 100% ein legendäres Item fallen. Sage ich aber auch nur, weil hier gerade einer war. Das gilt nicht für die Kisten, die ihr hier findet. Und dann gibt es noch die Kisten, die geheimnisvollen Kisten für 250 anomale Glut, die nicht auf der Kiste einge auf der Kiste, auf der Karte eingezeichnet sind und die ihr euch entweder selber suchen müsst oder halt mit einer Third-Party-Seite, wie zum Beispiel Helltides, selber raussuchen müsst, um zu sehen, wo sind die Kisten versteckt und wo muss ich hin, um die Kiste zu öffnen. In der Kiste sind dann Elixiere, vergessene Seelen, aber auch nicht so viele, 3 bis 5 so ungefähr, und ein paar legendäre Items. Und das war es auch schon mit der Höllenflut. Eine Sache habe ich noch vergessen, wo ich gerade hier den Boss sehe. Es gibt natürlich noch diesen wandernden Boss, der auch komplett nutzlos ist. Der wurde irgendwie schon dreimal gebufft und der ist immer noch nicht gut. Gibt ganz wenig Loot, hat ultra viel Leben. Also für normalen Spieler eigentlich fast gar nicht besiegbar. Selbst ich mit meinem Druidenbild, und das ist ein guter Bild, brauche richtig lang, um den zu besiegen. Also den wollte ich jetzt nicht verschweigen. Die Bosse gibt es natürlich auch noch, aber die sind nicht der Rede wert. Also vergesst die einfach. Jetzt ist die Frage, wieso die Höllenflut zeitleistungsmäßig nichts bringt. Also wie gerade gesagt, man macht das ja eigentlich, um diese geheimnisvollen Truhen zu öffnen.
Da gibt es zwei große Nachteile. Es wurde im Patch 1.1 kam das, glaube ich, mit rein, oder davor sogar schon, kam rein, dass Uber und Unique Items droppen können. Dann wurde über eine Nacht ein Bug gefunden, der Leuten es ermöglicht hat, extrem viel Ubers daraus zu bekommen. Das wurde am nächsten Tag dann direkt wieder rausgeschmissen. Und seitdem können weder Ubers noch Unique Items in diesen Truhen gefunden werden. Das heißt, jede Truhe, die ihr aufmacht, können keine Unique Items fallen. Das heißt, wenn ihr hier reingeht und sagt, ich farm jetzt hier die Helm gequälte Geschenketruhen, weil ich will unbedingt Vasilis Gebet haben, wie ich hier auf dem Druiden spiele. Sagen wir mal, ihr wollt hier diesen Kopf haben und sagt, ich farm jetzt in der Höllenflut diese Kisten. Dann könnt ihr lange farmen, weil diese Unique Items können dort nicht fallen, sind können nicht dort drin enthalten sein. Aber wenn ihr jetzt einen Dungeon macht und dort eine gelbe Kiste seht, dort kann zu einem sehr hohen Prozentteil ein Unique Item drin sein. Also ich und die Community haben Tests gelaufen. Man kann sagen, von ja, ungefähr 5 dieser gelben Kisten in Nightmare Dungeons ist mindestens ein Unique drin. Also eine extrem hohe Chance, ein Unique daraus zu bekommen. Deswegen schon mal der eine Punkt, diese normalen Kisten für Unique Drops nicht gut. Dann als nächstes, das Ding, worum es eigentlich geht, sind diese 250er Kisten, geheimnisvolle Geschenke, wo auch kein Unique drin sein kann und maximal. Ich glaube, maximal können es 8 vergessene Seelen sein, 5, die so droppen, 3 legendäre Items, die ihr beim Schmied eintauschen könnt. Dann habt ihr insgesamt 8 vergessene Seelen. Ich kann euch versprechen, die Zeit, die ihr dafür aufwendet, diese Kiste aufzumachen und die 250 Blut einzusammeln, da habt ihr schon viel mehr Obolusse gefarmt und viel mehr Nightmare Dungeons gemacht und andere legendäre Items gefarmt, die ihr einfach beim Schmied reinhauen könnt und dort vergessene Seelen bekommt. Also vergessene Seelen, vergesst Höllenflut, was vergessene Seelen angeht. Macht lieber Nightmare Dungeons oder geht ins PvP-Gebiet oder macht den flüsternden Baum. Gibt alles viel mehr legendäre Items als die Höllenflut. Trotz Monster Density, die erhöht wurde, findet man hier so wenig legendäre Items. Ich habe eben eine komplette Höllenflut durchgemacht. Ich bin wirklich schnell im Durchlaufen. Und ich hatte nicht mal ein Inventar voll. Also, die Höllenflut ist so schlecht, wirklich. Mit Abstand. Monster Density erhöht, Kisten schlechter gemacht, keine Uniques. Es ist einfach ein Graus. Also, wenn ihr nicht gerade extrem Lust darauf habt, durch leere Gebiete zu laufen oder Koop zu spielen, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, spielt keine Höllenflut. Also, ich laufe hier gerade die ganze Zeit durch. Hier sind nirgendwo Elite-Gegner, Leute, ne? Also. Die Monster Density wurde erhöht, ja, aber keine Elite-Mobs. Also ihr findet keine Elite-Gegner, die ja die erhöhte Chance auf seltene und legendäre Items haben. Also hier sind halt nur diese Müll-Mobs. Damit könnt ihr euch nichts kaufen. Dann habt ihr hier mal ab und zu so einen wandernden, einen einzelnen, der gibt dann ein heiliges. Also ist nicht so, als würde ich das einfach so aus dem Bauch heraus sagen. Ich laufe wirklich schon seit, ja, jetzt 33 Minuten rum. Also hier ist nichts los, Leute. Also die Monster Density wurde erhöht, ja, aber das betrifft nur die normalen Mobs. Die Elite haben die gar nicht erhöht. Also es ist so eine Zeitverschwendung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich will auch nicht, dass das Video nur in einem einzelnen Rant ausartet, aber hier sind nirgendwo Elite, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal im PvP-Gebiet wart, aber dort laufen sind nur Elite-Mobs. Also, yay, ein heilig legendäres Item. Das ist natürlich sehr nice. Also, hört auf, Höllenflut zu spielen. Ich will das Video nicht zu weit in die Länge ziehen, aber ich weiß ja, dass es viele Skeptiker gibt, was ja auch gut ist, dass man immer erstmal skeptisch ist. Aber gehen wir mal nur just for fun ins PvP-Gebiet, ja? Ich bin auch nicht der Ultra-Fan vom PvP-Gebiet, weil ich mag dieses PvP-Feature nicht. Aber wenn ihr in Optionen netzwerkübergreifende Spielen ausmacht, dann habt ihr keine PvP-Leute hier. Also wirklich nicht. Ihr habt hier den Super-Elite-Boss, der richtig gut Erfahrung gibt und der auch richtig viel Items gibt. Und wenn ich jetzt hier nur mal mit dem Pferd mal ein bisschen durchlaufe, können wir mal gucken, wie viele Elites wir so einfach finden, wenn wir einfach nur hier ohne Sinn und Verstand durchlaufen, okay? Komm, Spiel, lass mich jetzt nicht im Stich. Und zeig uns die Elite, bevor ich hier doof dastehe. So, da haben wir den ersten. Drei Stück auf einmal, ne? Ist nicht nur einer.
erste Elise. Es hier sind übrigens auch überall diese Obolus-Aufgaben. Die könnt ihr dann also natürlich auch machen. Guck mal, wo die nächsten Elite. Hier sind auch überall Mobs, ne? Also so ist es. Hier sind die nächsten Elite. Wieder drei Stück. Nicht nur einer, drei Stück. Ich könnte übrigens überall auch die schönen Kisten aufmachen, die ihr im PvP-Gebiet habt. Guck mal weiter. Hier, schon wieder Elite-Mobs. Es sind schon neun Stück. Wie lange? Oh, nochmal Elite. 10, 11, 12 Stück. Und ich laufe hier nur durch, ne? Also, alles. Also, innerhalb 30 Sekunden. 12 Stück. Ich laufe mal noch ein Stückchen weiter. Damit mir hier niemand sagt, dass es hier. Ja, nochmal 3 Stück. Okay. Also, ihr seht schon. Also, das war jetzt nur ein Teil, ne? Wir können natürlich auch mal ein Nightmare Dungeon aufmachen. Oder irgendein Dungeon. Also, ich sag nur Beinhaus. Ich sag nur Gnadengrad. Ich sag nur Sarats Unterschlupf. Habe ich hier gerade was, irgendwas Cooles dabei? Wo man das mal sehen kann. Selbst Niedergang des Raureifs hat mehr Elite-Gegner. Wir gehen da jetzt rein. Auch wenn das Video viel zu lang wird, aber einfach um euch zu zeigen, wieso die Höllenflut einfach kein guter Endgame-Content ist, was Items und Erfahrung angeht. Ich bin jetzt hier Level 100, deswegen ist es natürlich ein bisschen verfälscht, weil die Gegner sind normalerweise natürlich auch ein paar Level über euch im Nightmare Dungeon und im PvP-Gebiet. War in der Höllenflut jetzt auch nicht über meinem Level. Doch, Level 103, aber ich kriege eh keine Erfahrung. Jetzt sind wir hier im Nightmare Dungeon. Ich weiß, ist natürlich underlevelt, aber hier geht es ja gerade nicht darum, zu zeigen, wie krass der Build ist, sondern zu zeigen, wie viele Elite in so einem Nightmare Dungeon sein können. Niedergang des Raureifs habe ich schon ein paar Mal auf dem Kanal vorgestellt. Einer meiner Lieblings-Season 1 Dungeons tatsächlich, weil man nur einen kleinen so einen kleinen Rundlauf hat, den man durchgehen muss. Oh, guck mal, direkt Elite. Einmal durchlaufen muss und dann hat man den Dungeon schon geschafft. So, das waren die ersten Elite. 1, 2, 3, 4 gelbe Items. Mal das Ding hier schnell kaputt. Also, vor allen Dingen die Nightmare Dungeons wurden ja auch erhöht, ne, mit dem letzten Patch. Also, die Monster Density, die im Höllenflut erhöht wurde, wurde auch in den Nightmare Dungeons erhöht. So ist ja jetzt nicht. Also, Nightmare Dungeons auch durchweg mehr Gegner. Und halt eben auch viel mehr Elite-Gegner. Wir hatten jetzt einmal, ich glaube, drei. Oh, da vorne sind schon wieder welche. Und ich bin eben eine halbe Stunde durch die Höllenflut gegangen und hatte weniger. Also, ja, was soll ich mir jetzt hier den Mund noch weiter fusselig reden? Lasst mal gerne eure Meinung unten stehen, Leute. Was ihr zur Höllenflut denkt und sagt. Meine Meinung ist ganz klar. Höllenflut, die schlechteste Beschäftigung, die ihr euch aussuchen könnt in Endgame. Also macht das nicht. Spielt keine Höllenflut, Leute. Holt euch ein paar Teufelsrosen und dann ist gut. Wenn ihr noch vergessene Seelen braucht, dann besorgt euch einfach mehr legendäre Items oder Obolusse und farmt euch. Oh, da sind Elixiere, die nehme ich mit. Und farmt euch die legendäre Items und gebt sie dann beim Schmied ab und holt euch damit vergessene Seelen. Ist wirklich viel, viel besser als die Höllenflut zu machen. Ach übrigens, jeder der wissen will, was das hier für ein Bild ist, ich markiere euch den mal da an der Seite. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen auf dem Kanal, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Den besiege ich hier aber noch eben. Fürs Video. Vielleicht lässt er ja was Legendäres fallen, Uniques fallen. Ah, schade. Also bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.